Edward Snowden ist ein Feigling. Er ist ein Verräter. Er hat sein Land verraten. Der Mann, der ein geheimes Überwachungsprogramm enthüllt hat, ist in Hongkong untergetaucht. Es war der größte Verlust von Geheimnissen in unserer Geschichte. Ich will, dass er gefasst wird. Die Jagd ist eröffnet. Wir sagten ihm, los, raus, raus, raus. Ich dachte, die könnten mich umbringen. Es ging um sein Leben. Entweder der Plan klappt und wir kriegen den Flug, oder das war's. Drei Wochen vorher. Ein geheimer Treffpunkt in einem Hotel. Edward Snowden, 29 Jahre alt, Analytiker bei der NSA. Er hat in seinem Rucksack fast 1 Million Geheimdokumente. Er wartet auf ihm unbekannte Menschen. Auf dem Weg nach Hongkong sind Journalisten aus New York. Ein unbekannter Informant hat geheime Dokumente angeboten. Die große Frage war, wer ist der Mensch, den wir da treffen? Wir hatten keine Ahnung. Wir reisten ins absolut Ungewisse. Ich dachte damals, dieser Typ ist wahrscheinlich ein Spinner oder ein Hochstapler. Das konnte eigentlich nicht stimmen. Woher sollten wir wissen, dass wir nicht mit den Falschen sprachen? Er wollte einen Zauberwürfel in der Hand halten. Das war das Erste, wonach ich Ausschau hielt. Edward Snowden nimmt die Journalisten mit auf sein Zimmer. Und die Daten wechseln den Besitzer. Ich hatte den Rubikon überschritten. Niemand kann so einen Punkt im Leben erreichen, ohne zu denken, alia iacta est. Die Würfel sind gefallen. Die ersten Geschichten erscheinen im Guardian. Nach jedem Treffen im Hotelzimmer eine neue Enthüllung über die geheimen Massenüberwachungsprogramme der NSA. Die Journalisten schützen ihren Informanten. Noch scheint niemand Edward Snowden und sein Versteck zu kennen. Die ersten Geschichten erschienen und damals war er noch nicht öffentlich bekannt. Aber in der NSA hatten wir schon eine genaue Vorstellung, wer das ist und was er getan hat. Dann haben wir begonnen, ihn mit allen Mitteln aufzuspüren. Ich habe eigentlich erwartet, dass ich in Handschellen abgeführt werde. Er war sehr unruhig, richtig nervös. Einmal ging ein Feueralarm los und er fragte sich, ob ihn jemand damit aus seinem Zimmer herauslocken will. Es konnte jeden Moment an der Tür klopfen und alles wäre aus gewesen. Was würden Sie tun, wenn Sie der Leiter der CIA oder der NSA wären und wüssten, dass jemand Beweise hat, die Sie schwer belasten? Und Sie haben einen Apparat, der diese Person stoppen kann, womöglich mit Gewalt. Was würden Sie tun? Wir konnten uns einfach nicht vorstellen, dass Sie ihn nicht schnappen würden. Und jedes Mal, wenn wir ihn interviewten, dachten wir, wir müssen das Beste daraus machen. Morgen wird er nicht mehr da sein. Because we won't get the chance to speak to him tomorrow. He won't be there.
Drei Monate zuvor das letzte Treffen mit seinem Vater. Hier, nur wenige Kilometer vom Sitz der NSA entfernt, ist Snowden aufgewachsen. Ich traf ihn sprichwörtlich im Schatten der NSA. Ich nahm ihn mit und wir aßen zusammen zu Abend. Die Snowdens haben eine lange Familientradition im amerikanischen Militär. Sie reicht zurück bis in die Kolonialzeit. Edward Snowden macht eine beachtliche Karriere im Geheimdienst. Und im Alter von 27 Jahren hat er Zugang zu den größten Geheimnissen der NSA. Er wirkte deprimiert und ich machte mir große Sorgen. Das war nicht der Ed, den ich kannte. Einer der zentralen Punkte, die mich motivierten, war die Erkenntnis, dass wir zunehmend Entscheidungen fällten, die gegen geltendes Recht verstoßen. Ich nahm an, dass es vielleicht Probleme zwischen ihm und seiner Freundin Lindsay Mills gab. Das machte mir Sorgen, weil ich wusste, dass er sie sehr liebte. Ich umarmte ihn und sagte, ich hab dich lieb, mein Sohn. Snowden enthüllte nicht einzelne Informationen, er enthüllte alles. Wie wir Informationen sammeln, verarbeiten und verteilen. Deshalb werden die Folgen für die amerikanische Geheimdienstarbeit auf lange Zeit hinaus furchtbar schädlich sein. Mr. President, thank you for those kind words and for the confidence that you and Ambassador Negroponte have shown in me. Michael Hayden. Er hat die NSA, wie man sie heute kennt, geprägt. Von George W. Bush berufen mit einer Mission. Dem Kampf gegen den Terror. Erst ist er Snowdens Chef, dann der Mann, der ihn zum Whistleblower macht. Michael Hayden leitete ein Programm namens Stellarwind. Da konnte man die gesamte Kommunikation jedes Amerikaners sammeln, unter dem Vorwand, Terrorismus zu verhindern. Wenn Sie mich nach meinen Gefühlen fragen, es war die Arroganz eines Einzelnen, der sich die NSA ansah und davon überzeugt war, dass sein eigenes juristisches und ethisches Urteilsvermögen größer ist als das seiner Kollegen, seiner Vorgesetzten, des Präsidenten, des Kongresses und der Justiz. Ich dachte, was ist das für ein Mensch? Wie kann er es rechtfertigen, die Rechte einer ganzen Nation zu verletzen? Wie können wir uns aus einer Lage befreien, in der die höchsten Repräsentanten in einer Demokratie gegen die Interessen des Volkes handeln, und zwar heimlich? Snowden glaubt wohl, dass er moralisch überlegen ist, dass er es besser weiß als alle anderen. Das ist ziemlich arrogant. Mein Name ist Ed Snowden, ich bin 29 Jahre alt. Ich habe bei Booz Allen Hamilton als Infrastrukturanalytiker für die NSA gearbeitet. Eine Woche nach Beginn der Affäre. In einem Video bekennt sich Edward Snowden zu seiner Tat. Er enthüllte Spitzelprogramme der NSA, die Kommunikation in bisher unvorstellbarer Größenordnung abfängt. Ich begrüße Datenlecks nicht gerade. Die Journalisten haben ganz Hongkong abgesucht. Wo ist er? Bei uns in Hongkong war es etwa 3 oder 4 Uhr morgens. Als wir aufwachten, war die Hölle los. Where in the world is Edward Snowden? Mit einem Mal gab es einen Namen und ein Gesicht. Auch für das FBI. Sie werden die nächste Woche wohl sehr beschäftigt sein. Hätten die Medien den Aufenthaltsort meines Klienten herausgefunden, dann wäre Snowden sofort der NSA, der US-Regierung und allen anderen Behörden in die Hände gefallen.
Er hatte Angst, war aufgebracht. Es war nur eine Frage der Zeit, bis die CIA durch die Tür stürmen würde. Ich will, dass er gefasst und hier vor Gericht gestellt wird. Die Jagd ist eröffnet. Das war die größte Story der Welt damals. Die Medien konnten jeden Moment auftauchen. Er musste das Hotel sofort verlassen und alles stehen und liegen lassen. Als ich nach Hongkong ging, rechnete ich nicht damit, sicher aus der Sache rauszukommen. Mir war egal, was mit mir passierte. Mein Teil der Arbeit war erledigt. Die Journalisten würden innerhalb weniger Minuten da sein. Sie hatten schon die Hotellobby besetzt. Sie waren auf der Jagd und riefen, wo ist Snowden? Wie eine schrille Sirene, die allen mitteilt, hier ist der Mann, um den es geht. Zehntausend Kilometer entfernt, London. Hier sitzt der Mann, der seit Jahren die US-Regierung in Schwierigkeiten bringt, mit immer neuen Datenlecks. Hier in der ecuadorianischen Botschaft hat er Asyl gefunden. WikiLeaks-Gründer Julian Assange. Staunend sieht er Edward Snowdens öffentliches Bekenntnis. So war die Lage. Ein 29-jähriger junger Mann in einem fremden Rechtssystem ist Gegenstand der größten geheimdienstlichen Fahndung, die die Welt je gesehen hat. Alles sprach dafür, Edward Snowden kommt unter die Räder. Der Mann, der Überwachungsprogramme der USA veröffentlicht hat, ist in Hongkong untergetaucht. Snowden ist noch rechtzeitig aus seinem Hotelzimmer geflüchtet und versteckt sich nun in einer Wohnung. Der Besitzer will bis heute anonym bleiben. Da bat er uns um Hilfe. Die WikiLeaks-Journalistin Sarah Harrison ist in Australien, als sie eine Nachricht aus London erhält. Es hieß, hast du das mit Snowden gesehen? Und ich dachte an den Berg Snowden in Wales und fragte, was ist denn mit dem Berg? Und sie sagten, geh ins Netz. Da hatte er seine Identität schon gelüftet. Der Guardian hatte ein Video veröffentlicht. Als ich zum ersten Mal seinen Namen hörte, habe ich keine Sekunde lang gedacht, dass ich 4 Monate mit ihm verbringen würde. Es sah für alle wie ein Orkan aus, mit Presseerklärungen, den Zeitungsberichten. Aber da wusste ich schon, dass dies ein ruhiger Moment war und dass der wahre Sturm noch bevorsteht. Und dass er innerhalb von 2 Wochen in diesen Strudel gezogen werden würde. Festnahme, Verhaftung. Ich hatte gesehen, was Chelsea Manning durchgemacht hatte. Nach 3 Jahren Untersuchungshaft steht der Whistleblower Bradley Manning nun vor Gericht. Mannings Veröffentlichung von Geheimdokumenten war das bis dahin größte Datenleck in der US-Geschichte gewesen. WikiLeaks hatte Mannings Dokumente veröffentlicht, musste aber ohnmächtig zusehen, wie er von der US-Regierung verhaftet wurde. Die UNO sprach von Misshandlung. Die USA benutzten Manning zur Abschreckung, durch krassen Missbrauch, psychologische Folter. Und alles nur, weil er mit den Medien gesprochen hatte. Ich wusste über Chelsea Manning Bescheid, als ich damit anfing. Es war klar, wie dieser Fall ausgehen würde. Und Sie waren bereit, sich in dieselbe Lage zu begeben? Das ist schwer in Worte zu fassen. Harrison landete in Hongkong 3 Tage, nachdem Snowden untergetaucht war. Die Operation Asyl konnte beginnen.
Alle Nachrichtenorganisationen und Verleger rund um die Erde wollten ein Stück von der Story abbekommen. Es gab jedoch nur einen, der sagte, wir wollen der Quelle helfen. Wir wollen garantieren, dass es ihm gut geht, dass er jemanden an seiner Seite hat. Und das war WikiLeaks. Wenn es etwas gäbe, das ich ändern könnte, dann hätte ich gerne mehr für Snowden getan. Ich hatte mit meinen Chefs eine Diskussion darüber, was wir für ihn tun könnten, ob wir seine Hotelrechnungen zahlen oder ihm einen Rechtsbeistand besorgen könnten. Ich wünschte, wir hätten es besser durchdacht. Vielleicht wäre uns etwas eingefallen, wenn wir mehr Zeit gehabt hätten. Fortan ringen WikiLeaks und die US-Regierung um das Schicksal Snowdens. Das war die USA gegen WikiLeaks, nicht im Gericht, sondern dort in Hongkong. Die US-Regierung hat Strafantrag gegen Edward Snowden gestellt. Ich glaube, es war mein Geburtstag. Das Geschenk, das ich von der US-Regierung erhielt, war, dass sie Anklage gegen mich erhob. Gegen Edward Snowden wird Anklage erhoben wegen Spionage, Diebstahl und Weitergabe von Regierungseigentum. Das Ungewöhnliche an der Anklage war, dass sie den Tatbestand der Spionage enthielt. Denn sie wussten ja, dass ich nicht für ausländische Regierungen arbeitete, sondern mit Journalisten. Und dass es Informationen für die Öffentlichkeit waren. Washington bittet nun die Hongkonger Behörden um Hilfe, weil Snowden sich seit seinen Enthüllungen über die NSA dort versteckt hält. Die Hongkonger Regierung beschloss, auf Zeit zu spielen. Noch waren die offiziellen Papiere nicht eingegangen. So blieb Snowden erstmal auf freiem Fuß. Der Arbeitsstab in Washington ließ gegenüber der Hongkonger Regierung keinen Zweifel. Ihr wisst, wo er ist. Und ihr müsst ihn uns geben. Die Chinesen haben einen großartigen Geheimdienst. Ich würde all meine Achtung vor ihnen verlieren, wenn sie nicht sehr genau gewusst hätten, was sich abspielte. Edward drohten schlimme Konsequenzen. Er sträubte sich, Hongkong zu verlassen, obwohl es keinen anderen Ausweg mehr gab. Er wollte noch andere Optionen ausloten. Das machte uns wahnsinnig. WikiLeaks hatte Optionen ausgearbeitet, wo er in Sicherheit wäre. Aber am Ende blieb es seine Entscheidung. Es ist sein Leben. Die Grenze ist offen. Wir müssen jetzt gehen. Sie könnte jeden Moment geschlossen werden. An einem Freitagabend beginnt der Showdown. Die offiziellen Papiere für die Festnahme treffen ein. Bis auf den falschen zweiten Vornamen, James statt Joseph, ist alles korrekt. Jeden Moment muss es zum Haftbefehl kommen. Ein Richter muss unterschreiben. Schon am Wochenende oder erst am Montag? Sie würden eine Entscheidung treffen und dann danach handeln. Wir mussten aufbrechen, die Uhr tickte, ganz eindeutig. Edward machte sich Sorgen darüber, wie es an der Grenze sein würde. Er stimmte zu, dass er gehen musste. Doch sobald er zur Passkontrolle käme, würde er vielleicht verhaftet werden. Es widerstrebte ihm, aufzubrechen, weil das seine letzten Stunden in Freiheit verkürzen könnte. Justizminister Eric Holder telefonierte mit Hongkong und betonte die Wichtigkeit dieser Angelegenheit. Er drängte Hongkong, Snowden zu verhaften. Er musste aufhören zu überlegen und eine Entscheidung fällen. That
Das war der Augenblick, an dem alles kulminierte. Entweder unser Plan klappte und wir würden diesen Flug nehmen, oder nicht. Es war die größte nachrichtendienstliche Fahndung, die die Welt je gesehen hatte. Die USA führten alles ins Feld, was sie hatten. Wir suchten einen Weg, ihre Aufmerksamkeit aufzusplitten. Er kaufte zur Tarnung ein Ticket nach Indien für ein Datum 2 Tage nach dem eigentlichen Flug. WikiLeaks kaufte Snowden über 12 Flugtickets ab Hongkong. Helfer hatten auf geheimen Wegen die Polizeicomputer überprüft. Noch war kein Haftbefehl eingetragen. Ich hatte Angst, den Flug zu verpassen. Wir waren spät dran, was daran lag, dass ich diese ganzen Flugtickets ausgedruckt hatte und es ein Problem mit dem Drucker gab. Solche dummen Kleinigkeiten eben. Wir teilen diesen Regierungen mit, dass Herr Snowden wegen schwerer Verbrechen gesucht wird. Seine Reisen müssen verhindert werden. Ich sagte Edward, der Flughafen ist das größte Risiko. Er wurde immer nervöser. Sein Anwalt rief ständig an. Ich glaube, auch er hatte Angst, dass es schiefgehen könnte. Sie hätten auch ihrer Festnahme entgegenlaufen können. Genau, ihnen in die Arme laufen. Der Flughafen wurde sicher beobachtet. Als ich zum Check-in-Schalter ging, dachte ich nur, vergiss nicht zu lächeln. Der Mann nahm unsere Pässe, was ja das normale Prozedere ist. Mein Pass war in Ordnung, aber bei Edward dauerte es etwas. Der Mann griff zum Telefon, wirkte etwas verwirrt. Der Computer machte ein komisches Geräusch. Ich war mir nicht sicher, was da passierte, aber ich wurde nervös. Sein Anwalt trat hinzu, um zu sehen, was da vor sich ging. Unsere Mitarbeiter sind beim Bearbeiten von Rechtsdokumenten sehr gewissenhaft. Sie mussten die Schreibweise genau überprüfen, um sicherzustellen, dass sie die richtige Person fassen, die von den US-Behörden gesucht wird. Alles entscheidet sich am falschen Vornamen. Die Amerikaner hatten die Festnahme von Edward James Snowden verlangt. Er heißt aber Edward Joseph Snowden. Wir hatten alles hinter uns. Das Einchecken, die Sicherheitschecks, die Kontrollen, saßen im Flugzeug. Aber wir waren noch immer nicht in Sicherheit. Ich kannte die Abflugzeit und ich beobachtete die Abflugtabelle des Hongkonger Flughafens. Sind sie endlich in der Luft? Der Flug war verspätet, 20 Minuten oder so, und ich machte mir Sorgen. Die andere Sache, die mich nervös machte, war, als wir darauf warteten, abzuheben, rollten wir vom Flugsteig los und hielten dann plötzlich an. Und warteten und warteten. Laut chinesischen Quellen ist NSA-Whistleblower Edward Snowden unterwegs nach Moskau. Die Ausreise war erfolgt, obwohl Washington Hongkong im Falle einer Nichtfestnahme mit ernsten Konsequenzen gedroht hatte. Unter irgendeinem Vorwand, dem falsch eingetragenen Zweitnamen auf den Dokumenten, erlaubte Hongkong ihm, nach Russland zu fliegen. Das US-Außenministerium hatte zum Zeitpunkt seiner Ausreise seinen Reisepass nicht annulliert.
Vielleicht hätten sie das tun sollen. Sie annullierten ihn erst nach seiner Ausreise. Als er Hongkong verließ, hatte er also einen gültigen amerikanischen Pass. Wir saßen beide einfach da und sprachen kaum, solange wir den Luftraum noch nicht verlassen hatten. Dann gab es ein Aufatmen. Erst ab da haben wir uns wirklich unterhalten. Und was hat er Sie gefragt? Eine seiner ersten Fragen war: Warum hast du das gemacht? Warum hast du alles riskiert, um mir zu helfen? Und ich sagte: Du wolltest doch Hilfe haben. Und er: Ja, aber ich habe nicht erwartet, dass WikiLeaks einen Ninja schicken würde, um mich rauszuholen. Das war ziemlich lustig. Keine zwei Minuten später summt eine Fliege an mir vorbei. Und das habe ich nie zuvor gemacht. Ich sage: Wie nervig. Und fange sie einfach so aus der Luft. Und er ruft: Du bist wirklich ein Ninja. Edward Snowden hat Hongkong sicher verlassen. Er befindet sich in einer A330 über der russischen Stadt Omsk und wird nachmittags in Moskau landen. Eins ist klar, das endgültige Ziel ist nicht Moskau. Das Flugzeug hat Moskau fast erreicht. Es wird in wenigen Minuten in der russischen Hauptstadt landen. Das Flugzeug, das Edward Snowden an Bord haben soll, ist in Moskau gelandet. Er ist auf der Flucht. Doch was ist sein Ziel? Da er keine Aufenthaltsgenehmigung hat, wird erwartet, dass er ein Flugzeug nach Lateinamerika nehmen wird. Wohin genau, ist noch ungewiss. Selbst wenn er einen Staat finden sollte, der ihm Asyl gewährt, hat er keine Garantie, dass er dort angenommen wird. Beim Check-in war eine normale Angestellte. Sie meinte: Ihr Pass funktioniert nicht. Ich kann Ihnen leider keine Bordkarte ausstellen. Wir haben es geschafft, ihn aus Hongkong wegzubekommen. Aber als er in Moskau gelandet war, hatte die US-Regierung seinen Pass annulliert. Und jetzt üben die Amerikaner viel Druck auf eine Reihe von Ländern aus, um ihn aufzuhalten. Ich war überrascht, dass die USA meinen Pass annulliert hatten. Sie versuchten mich festzusetzen, obwohl ich mich in einem Staat befand, der der US-Regierung nicht gerade freundlich gesinnt war. Das hat mich verblüfft. Snowden ist in Moskau gefangen. So will es das FBI. Sie hoffen, ihn jetzt abgreifen zu können. Auf einem kleinen Flugplatz in Manassas in Virginia startet ein Flugzeug. Früher hat die CIA damit vermeintliche und tatsächliche Terroristen verschleppt. Jetzt startet die Maschine Richtung Europa. In Moskau kämpft Snowden weiter um seine Flucht nach Ecuador. Das Gate ist noch offen. Assange hat einen ecuadorianischen Diplomaten der Londoner Botschaft nach Moskau geschickt, um Snowden auf seinem weiteren Flug zu begleiten. Der Diplomat soll Snowden am Gate treffen und erklären, dass dieser unter dem diplomatischen Schutz Ecuadors steht. Der Botschafter Ecuadors besuchte den Flughafen Cheremetjevo am Sonntag. Am Terminal F herrscht Tumult. Der Diplomat kommt kaum durch. Julian Assange versucht, ihn am Telefon zu Snowden und Harrison zu lotsen. Die Szene wird damals live gedreht. Gehen Sie zum Informationsschalter und bitten Sie sie, eine Durchsage zu machen, dass Sarah Harrison Sie dort treffen soll. Aber auch der diplomatische Schutz hilft nichts. Ohne Pass, keine Bordkarte. Der Flug nach Ecuador über Kuba startet ohne Edward Snowden. Musik
Das Gefangenentransportflugzeug des FBI ist mittlerweile in Kopenhagen gelandet. Es wird 5 Tage lang auf Standby warten. Fast zeitgleich mit seiner Ankunft in Moskau kontaktierte mich das FBI. Ich unterhielt mich freiwillig 4 Stunden lang mit ihnen. Fakt ist, dass einer der Agenten anfing einzunicken. Ich teilte ihnen alles mit, was mir einfiel. Ich wollte helfen. In Moskau erhält sein Sohn ein Angebot von anderer Seite. Der russische Geheimdienst FSB bietet ihm an, den Flughafen sofort zu verlassen und in Russland zu bleiben. Unter einer einzigen Bedingung: Kooperation. Sie fragten ihn einmal und sie traten an ihn heran. Es war klar, dass sie es tun würden. Er gab den Russen überhaupt nichts und er kooperierte mit Sicherheit nicht mit ihnen oder gab ihnen irgendetwas in irgendeiner Weise. Woher wissen Sie das? Ich war die ganze Zeit bei ihm. Ich würde mein Leben darauf verwetten, dass er niemandem irgendetwas gab. Der russische Präsident Wladimir Putin verwehrt Snowden die Einreise nach Russland. Er ist auf sich allein gestellt, im Transitbereich Terminal F. Und dann waren wir in diesem Zimmer. Einen Monat lang. Es hatte kein Fenster. Und keine Dusche. Es kamen mehr Agenten des FBI aus Washington. Ich vermute, dass sie damals sehr eng mit dem Außenministerium zusammenarbeiteten. Sie fragten mich, würden Sie nach Moskau fliegen wollen, um Ihren Sohn zu treffen? Und ich sagte, selbstverständlich. Einmal, als wir über die Einzelheiten sprachen, sagten sie zu mir, Sie verstehen sicher, dass wir, sobald wir dort ankommen, Ihren Sohn durchchecken müssen, um sicherzustellen, dass es ihm gesundheitlich gut geht. Ich musste lachen. Ich sagte, soll das ein Witz sein? Es beunruhigt mich, diese Dinge über das FBI zu hören. Meinen Vater in ein Flugzeug zum Moskauer Flughafen zu setzen und ihn zu benutzen, um mich mit dieser kranken Strategie ins Flugzeug zu locken. Und dann einfach die Flugzeugtür zuzuknallen und mich zurück nach Washington zu fliegen. Unterdessen gibt es täglich neue Enthüllungen auf der Grundlage der Snowden-Dokumente. Überall in Westeuropa protestieren die Menschen für Edward Snowden. Er ist für viele ein Held. Und das Drama um seine Flucht füllt die Abendnachrichten. Für die Enthüllungen hat er seine Existenz aufs Spiel gesetzt. Jetzt hofft er, aus Russland herauszukommen. Er beantragt Asyl in etlichen europäischen Demokratien. 21 an der Zahl. Ich glaube, Polen war das erste Land, das ablehnte, gefolgt von Frankreich. Italien teilte mit, sie würden wahrscheinlich nicht reagieren oder sie reagierten einfach nicht. Die große Mehrheit der europäischen Regierungen tat etwas, das ich für besonders aufschlussreich halte. Sie bezogen gar keine Position. Ein Hoffnungsschimmer nach Wochen im Ungewissen. Venezuela und Bolivien bieten dem NSA-Whistleblower Asyl an, nachdem die europäischen Regierungsstellen seine offiziellen Anträge abgelehnt haben. Venezuela bekannte sich sehr klar. Aber wir konnten dort einfach nicht hin, weil alle westlichen Länder Nein sagten und keine Hilfe anboten. Es gab also keine Möglichkeit, sicher nach Lateinamerika zu reisen. Es gab verschiedene Pläne, Snowden aus Moskau rauszubekommen. Wir zogen Privatjets und Präsidentenmaschinen in Betracht. Eine Quelle innerhalb der US-Regierung sagte uns, dass sie ziemlich zuversichtlich wären, einen Privatjet zur Landung zu zwingen. Etwas weniger bei kommerziellen Linienflügen,
und überhaupt nicht zuversichtlich bei Präsidentenmaschinen. Ende Juni merken Jäger und Gejagte auf. Zwei der lateinamerikanischen Staatsoberhäupter, die Snowden Asyl angeboten haben, kommen in ihren Präsidentenjets zu einem internationalen Gipfel der gasexportierenden Staaten nach Moskau. Kurz vor seiner Abreise lässt der bolivianische Präsident Evo Morales keinen Zweifel daran, dass er bereit ist, Snowden Asyl zu gewähren. Würden Sie Edward Snowden Asyl gewähren? Ja, warum nicht? Nach dieser Äußerung von Morales hatte meine Regierung den starken Verdacht, dass die Möglichkeit bestand, Morales könnte Snowden einfach mitnehmen. Als Präsident Morales zum Flughafen aufbricht, ist es soweit. Das FBI glaubt, Snowdens Flucht stünde bevor. Nach dem Wiener Übereinkommen genießt ein Präsidentenjet einen besonderen diplomatischen Status. Er ist eine Art fliegendes Hoheitsgebiet. Laut bolivianischen Beamten haben Frankreich und Portugal den bolivianischen Präsidentenjet nicht auf ihrem Hoheitsgebiet landen und auftanken lassen, aufgrund von Gerüchten, Snowden sei an Bord. Die Franzosen entzogen uns die Erlaubnis, in ihren Luftraum zu fliegen. Wir sagten, das hier ist unsere diplomatische Einfluggenehmigungsnummer und sie, die ist gestrichen worden. Meine Regierung wandte sich an die Europäer. Sie zwangen das Präsidentenflugzeug zur Landung. Das ist ein beispielloser Vorgang. Ich saß an meinem Laptop und las die Nachrichten. Und zuerst habe ich es nicht geglaubt. Der Jet wurde letztlich zur Landung gezwungen und durchsucht auf Basis von Gerüchten, dass der Whistleblower Snowden an Bord sei. Zuerst konnte ich es nicht glauben. Ich konnte nicht glauben, dass die Vereinigten Staaten so weit gehen würden, einen Diplomatenjet vom Himmel zu holen, der einen Staatschef beförderte, um diesen nach jemandem wie mir zu durchsuchen. Lateinamerika ist einig in der Verurteilung dieser Tat. In den sozialen Medien wurden Vorwürfe laut, die USA steckten dahinter und Europa sei ihre Marionette. Es war so greifbar und offensichtlich, so als sei das Meer über den Boden zurückgewichen. Man konnte die Machtstrukturen zwischen Europa und den Vereinigten Staaten sehen. Sie lagen offen zutage, wie Steine am Strand. Man konnte sehen, dass Westeuropa sich kein Bein für ihn ausriss. In Wahrheit spielte Westeuropa für die Gegenmannschaft. Es war ein Moment der Offenbarung und für Julian Assange ein Sieg im andauernden Katz-und-Maus-Spiel. Wir legten falsche Fährten in Bezug auf den Morales-Flug. Manchmal gab es unverschlüsselte Anrufe bei Botschaftern, zum Beispiel von hier aus. Wir versuchten, die Überwachungsressourcen aufzuteilen und die Amerikaner zu zwingen, den Morales-Flug in Betracht zu ziehen. Wäre Desinformation vorstellbar? Das ist eine interessante Frage. Ich muss gestehen, dass ich nie daran gedacht habe. Aber es ist immer eine Möglichkeit, klar. Ich wusste nicht, dass dieses Ablenkungsmanöver einen so spektakulären Ausgang nehmen würde.
Der ganze Morales-Flug half im Grunde auch den Russen, ihm Asyl zu gewähren. Das tat er. Und er verstärkte das Bild von Snowden als Opfer. Snowden als dem Verfolgten. Wenn Sie sich in die Gegenseite versetzen, wäre das ein schlauer Zug gewesen, um die Amerikaner in die Falle zu locken? Den Gedanken hatte ich noch nicht, bis Sie ihn erwähnten. Aber es ist unglaublich clever, ja. Es war wohl ein Moment der Klarheit für alle, auch für Menschen wie mich, die dazu neigen zu glauben, dass die Regierung der Vereinigten Staaten im Grunde eine gute Macht ist. Doch als wir sahen, was da passierte, dachten wir, handelt so die gute Seite? Am Ende war es eine große Blamage. Ja. Nicht ganz so peinlich wie die Blamage, all die Geheimdokumente zu verlieren, aber ja. Die russische Einwanderungsbehörde hat öffentlich verkündet, dass sie Herrn Snowden Asyl für ein Jahr gewährt und ihm erlaubt, den Flughafen zu verlassen. Das Licht schmerzte in meinen Augen. Ich erinnere mich, wie ich aus dem Fenster starrte und beim Anblick des Himmels beinahe weinte. Und es erschien mir plötzlich großartig und wunderbar, den weiten Himmel zu sehen. Wir sind äußerst enttäuscht, dass die russische Regierung diesen Schritt unternommen hat, trotz unserer Bitten, Herrn Snowden an die Vereinigten Staaten auszuliefern. Herr Snowden ist kein Whistleblower. Die russisch-amerikanischen Beziehungen fielen auf den tiefsten Punkt seit Jahren. Die Folgen spürt man bis heute. Sehr viele Menschen wie ich würden niemals Amnestie oder irgendeinen Deal mit Snowden in Betracht ziehen. Es gibt 100.000 Mitarbeiter der amerikanischen Nachrichtendienste, die ihren Amtseid nicht gebrochen haben. Wenn sich meine Regierung an irgendeiner Willkommensgeste für Herrn Snowden beteiligt, die auch nur im Entferntesten nach einem solchen Vorgehen riecht, würde das all diese Menschen vor den Kopf stoßen, von denen sowohl die Sicherheit als auch die Freiheit unserer Nation abhängt. Das ist keine gute Idee. Jeder, der einmal eine Großmacht bloßgestellt hat, wird sich nie in Sicherheit wiegen können. Solange Menschen einen Sinn für Vergeltung haben, solange sie glauben, Exempel statuieren zu müssen, damit sich niemand mit ihnen anlegt, werden Abweichler immer in Gefahr sein. Den Flughafen unter solchen Bedingungen zu verlassen, alles zu sehen, was sich in diesen 2 Monaten ereignet hat, und dann einfach von einem perfekten, warmen und sonnigen Tag empfangen zu werden. Typisch für die Jahreszeit. Draußen normales Alltagsleben, das Zwitschern der Vögel, solche einfachen Dinge, Insekten, der Verkehr. Es ist, als trete man in eine größere Welt.